wieder in der Sonne gelandet für euch heute, sehr gerne. Und habe auch gleich die drei Karten mal wieder für euch gezogen, für die kommende Woche, versteht sich. Und da kam zuallererst die Tatsache, dass ihr auf eure Empfindsamkeit und eure Gefühle sehr, sehr achten sollt. Ja, ihr seid empfindsamer als normal im Moment. Die Energie, die im Momentan vorherrscht und die natürlich durch diese vielen Sonnenstürme, die da sind aktuell, die einfach tatsächlich alles ein bisschen aufwirbelt und durcheinander bringt. Und ja, wie gesagt, manchmal ist es ein Challenge, kann es ein Challenge sein, wenn man nicht achtsam ist mit sich selbst. Und deswegen bittet euch die geistige Welt, mit euch wirklich auch achtsam zu sein, auf euch zu achten und sehr wirklich euch aus Energien, wie soll ich sagen, rauszuziehen oder von Energien zu distanzieren, die euch im Augenblick wirklich nicht sehr gut tun. Ja, ich durfte die letzten Wochen immer wieder andeuten und immer wieder sagen, es ist wichtig, euch rauszuziehen, damit ihr im Gleichgewicht bleiben könnt. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig im Augenblick. Ich vergleiche das mit dieser erhöhten Energie immer mit einem Auto, das ganz, ganz, ganz viele PS hat und das sozusagen im Vergleich zum altgewohnten Auto, das vielleicht nur ein paar PS hat, sagen wir mal jetzt 70 PS. Da kann man, wenn man auf der Autobahn fährt, schon mal einen kleinen Fahrfehler machen. Da ist man nicht so schnell, das kann man besser ausgleichen. Wenn man allerdings mit so einem 800 PS Schlitten unterwegs ist, dann ist ein kleiner Fahrfehler bei hoher Geschwindigkeit ja, nicht so leicht auszubügeln, eventuell wie im vorigen Beispiel. Und das solltet ihr verstehen, die Energie wird schneller und schneller, die Energie ist wirklich hoch und wird höher und höher. Und deswegen dürfen wir das, was uns aus dem Gewicht, deutsche Sprache, rausbringt, genauer betrachten und uns da wirklich verbessern. Das verbessern. Sei es Gedanken, die wir in uns tragen, Glaubenssätze, die wir in uns tragen, die uns aus dem Gleichgewicht bringen, die zu verbessern. Ja, da gibt es Mittel und Wege dazu, das Ganze zu verbessern. Oder eben auch euren Einfluss, dem ihr euch aussetzt, zu verbessern. Ja, im besten Fall natürlich beides. Wenn ihr selbst gut drauf seid, wenn ihr selbst mit euch aufgeräumt habt, wenn ihr selbst wirklich auf euch achtet und auf die Verbesserung eurer Glaubenssätze achtet, das umsetzt, die Werkzeuge dazu einsetzt. Wer nicht weiß, wie das geht, es gibt Leute wie mich, es gibt viele andere auch, die euch zeigen, wie das geht, wie man seine Schwingung erhöhen kann, welche Methoden dazu da sind, für euch zugänglich sind. Ja, neben der Meditation, die ich auch immer sehr, sehr ans Herz lege, natürlich. Wenn ihr das wirklich gut tut, dann seid ihr im Gleichgewicht und dann könnt ihr mit der Energie auch viel besser umgehen. Dann könnt ihr auch mit Einflüssen um euch herum besser umgehen, denn ihr selber seid dann ja in eurer Mitte. Euch schmeißt einfach nichts mehr so leicht um, ihr Lieben. Ja, ihr seid bewusster in dem, was ihr anzieht, mit dem Gesetz der Anziehung, mit euren Gedanken. Ihr seid einfach am Steuer. Und das ist wichtig. Deswegen ist diese Empfindsamkeit, die ihr jetzt habt, nichts Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil. Die Empfindsamkeit, die ansteigt mit der ansteigenden Energie, die wir haben, ist was sehr, sehr Gutes. Ihr habt mehr Empathie für andere, ihr könnt Situationen besser einschätzen, ihr könnt schneller wahrnehmen, wenn es euch nicht so gut geht. Das ist ein ganz hervorragender Punkt. Deshalb achtet sehr auf euch, schult euch. Ja? Und schmeißt die Dinge raus aus eurem System, die nicht mehr dienlich sind. Im Innen zuerst und das Äußere folgt dann meistens ganz automatisch. Ja, weil ihr zu der alten Umgebung mit eurer neuen Schwingung gar nicht mehr so gut passt. Es arrangiert sich alles auf eine ganz wundervolle Art und Weise neu. Ihr habt
dadurch keinen großen Verlust. Ja, wenn ihr neue Menschen in euer Leben zieht, die besser zu euch passen. Und die Alten müssen auch nicht weggehen. Die können sich euch anpassen, eurer neuen Schwingung eben auch anpassen. Also keine Angst, ihr Lieben. Ja? Die nächste Karte war die Königin der Erde. Die Königin der Erde steht dafür, großen Reichtum anzuziehen, großherzig zu sein, unternehmerisch erfolgreich zu sein zum Beispiel. Einfach, das ist ja der Erde, ein Erdelement. Man steht mit beiden Beinen auf der Erde, ja, und zieht das an, was man möchte. Zieht das an, was Erfolg bringt. Ganz wichtig. Und die ist eben jetzt schönerweise die Woche zu eurer Unterstützung da. Also deswegen nochmal eine Verstärkung der ersten Karte. Auch diese Königin der Erde verfügt natürlich sehr über dieses empfindsame Dasein, über diese Sensibilität gegenüber sich selbst, seinen eigenen Gedanken, Konstrukten und Denkmustern und eben auch, was alles um euch herum so betrifft. Ja? Ganz, ganz tolle Karte, denn das zeigt, dass ihr wirklich auf dem Weg seid, euch selbst so ein bisschen auf eine neue Ebene zu bringen. Innerlich zuerst und dann äußerlich, ihr Lieben. Und was euch dann zum Schluss noch hilft, eine Abraham Hicks Karte zum Thema Geld. Ich darf sie euch vorlesen. In meiner Wertschätzung lasse ich zu, dass wundervolle Dinge zu mir kommen. Wie schön ist das? Ein besseres Umfeld entsteht für dich, wenn du dich so lange auf das Beste konzentrierst, was dir der Ort, an dem du gerade bist, zu bieten hat. Bis deine schwingungsmäßigen Denkmuster von Wertschätzung durchdrängt sind und in dieser anderen Schwingung kannst du dann zulassen, dass die neuen und verbesserten Umstände und Bedingungen in deine Erfahrung kommen. Halte dort, wo du dich befindest, nach guten Dingen Ausschau. Überwinde im Zustand der Wertschätzung jegliche selbst auferlegten Beschränkungen und alle Beschränkungen sind selbst auferlegt, in Klammern, und befreie dich damit, du wundervolle Dinge empfangen kannst. Ja. Oh, Nathalie ohne Lesebrille. Aber ich denke, es kam rüber. Ja? Es ist die Wertschätzung, die ihr hier und jetzt haben sollt, für das, was ihr bereits habt und lebt und erlebt und genießt. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Nicht immer erst, wenn ich das habe, dann. Ja? Das ist wie der Esel und die Karotte. Die Karotte an der Angel vor dem Eselkopf geht immer mit, wenn der Esel nach vorne läuft. Es bleibt immer der gleiche Abstand zwischen dem Eselkopf und der Karotte. Wenn ihr wisst, was ich meine, wenn ich immer alles auf die Zukunft verschiebe und sage, ja, wenn ich dann habe ich, dann verschiebe ich auch das Erlebnis mit nach vorne. Immer im gleichen Abstand zu meinem eigentlichen Erleben, das ich jetzt habe oder das ich haben möchte, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich werde also immer in der Zukunft bleiben müssen, wenn ich so denke. Wenn ich aber sage, ja, jetzt, ihr Lieben, im Universum geht es mir hervorragend, weil ich habe das, ich lebe das, ich genieße das, ich darf das haben, ich darf das leben, dann sagt das Universum, was? Wenn du das schon toll findest, dann schau mal, was jetzt kommt. Ja, das ist eine andere Schwingungsfrequenz. Als wenn ihr sagt, ja, wenn ich da ja, jetzt muss ich noch warten, wann kommt es denn endlich, aber irgendwann in der Zukunft kommt es dann. Das ist eine andere Frequenz. Kleiner, aber entscheidender Unterschied. Wenn ihr jetzt genießt, steigt jetzt eure Schwingungsfrequenz und wenn die jetzt steigt, macht ihr das Tor auf zu dem, was ihr wollt. Wenn ihr jetzt sagt, naja, das kommt irgendwann, dann seid ihr jetzt im Mangel. Das heißt, wenn ich jetzt im Mangel bin, ziehe ich wieder Mangel an. Ja, ich hoffe, ihr konntet es verstehen. Das ist ein Grundsatz des Gesetzes der Anziehung. Und
wie gesagt, wenn jemand mehr wissen möchte, wenn jemand mehr lernen möchte über diese Gesetzmäßigkeiten, in denen wir uns hier befinden, die unser gesamtes Leben bestimmen, ob wir das nun wissen oder nicht, dann meldet euch bei mir. Ich freue mich über Likes, Abos und Kommentare natürlich. Und natürlich, wenn ihr euch nächste Woche wieder einschaltet. Ja, also macht's gut. Ihr Lieben, bis dann.